sagt, jeder vergleicht das mal mit jemandem, der ein Hausbauer, Leute, die ein Haus bauen, die gehen in den gleichen Baumarkt, aber mit dem Material, was sie sich rausholen, bauen die ganz unterschiedliche Häuser. Also mit uns Musikern, wir haben die gleichen Notenwerts, wir haben die gleichen Handsätze, rechts, links, links, Einzelschläge, Doppelschläge, alles so ein Zeug, was wir in der Musikschule mal gelernt haben. So, und dann plötzlich geht es um die Einstellung zu all diesen Sachen, mit denen ich spiele. Und dann ich verwende dann immer den Begriff, spiel doch mal den Rhythmus mit der Attitüde eines Jazz-Trommlers. Oder spiel doch diesen Rhythmus mit der Attitüde eines Rock-Trommlers, eines wirklichen harten Rock-Trommlers oder so. Und das ist dann am Ende das, was dann auch nochmal oft, aus meiner Erfahrung, so die Idee im Kopf angeht, nochmal oft verändert. Auch vom Timing her, dass wenn man härter spielt, zum Beispiel man merkt, oh, ich mache ja andere Bewegungen plötzlich. Plötzlich kommen andere Gliedmaßen mit ins Spiel und so weiter. Und alles das, aber alles das hat damit zu tun, ein Gefühl auszudrücken. Wenn mich was irgendwie nervt, dann sage ich, oh, scheiße, so, ja, und das mache ich nicht so, oh, Mann. und so muss ich dann irgendwo spielen. Und das geht natürlich auch umgedreht. Also wenn du zum Beispiel eine ganz traurige Ballade spielst, dann kann ich genau, dann lasse ich das viel zarter spielen und auch mit eben einer gewissen Traurigkeit. Auf jeden Fall. Stück von unserem Keyboarder Richie Barton geschrieben. Da gibt es vor allem eine Story dazu. Ich war damals noch nicht bei Silly, ich war bei einer Band, die hieß Paco, eine Berliner Band. Und ich war zu der Zeit einer der wenigen Bassisten, die eben diesen Fretless-Bass gespielt haben. Und der damalige Bassist von Silly hatte so einen Bass nicht und kam dann zu mir und hat gesagt, Mensch, Jackie, kannst du mir nicht mal deinen Bass borgen? Meine Kollegen möchten gerne, dass ich bei ihm so einen Bass spiele. Ich so, ja, würde ich doch gerne. Ja, nimm mit. Und irgendwann mal brauchte ich den natürlich wieder, weil ich mit meiner eigenen Band wieder Konzerte hatte. Und ich habe da angerufen, du, ich brauche den Bass zurück. Ich brauche den jetzt wieder, hast du jetzt schon eine Woche oder noch länger. Ach Mist, ich habe das noch nicht eingespielt. Ach, ich bringe das dir zurück. Ich habe gesagt, komm, ich bin gerade in der Ecke, wo das Studio ist. Ich komme vorbei, hol mir den selber ab. Ich komme in das Studio rein, wer ist nicht da, der Bassist. Aber im Dritten der Keyboarder, ich sage, ich muss meinen Bass jetzt zurück. Hoffentlich hat er den hier, hat er da gehabt. Das war damals auch für die Fachleute quasi ein Fender Jazz Bass Kopie, den ich mir so als Jaco Pastorius Modell auch immer zurecht gemacht habe. Jaco Pastorius ist auch ein weltberühmter Jazz Bassist gewesen. Und dann sagt er zu mir, Mensch, komm, spiel du das schnell. Und ich war natürlich nicht aufgeregt. Ich sage, ey Leute, wir können das ja nicht spielen. Und ich sage, komm, mach das. Und so bin ich sozusagen zu diesem Stück gekommen, was dann, das konnte ja noch keiner wissen, dass das so sich so durch die Jahrzehnte, kann man ja schon sagen, mittlerweile trägt und eben gerade durch die Bassstimme ja, schon einen gewissen Seltenheitswert hat, wo man natürlich sagen muss, dass die schöne Melodie vom Keyboarder komponiert wurde. Und wir wollen das mal vorspielen, weil das ein gutes Beispiel ist, in jeder Hinsicht. Ich sage erstmal vom Bass her, also auf der einen Seite hat hier der Bass mal Möglichkeiten, eben die Melodie auch mal zu spielen. Gleichzeitig muss er sozusagen mit einfachsten Mitteln diesen relativ einfachen Song auch begleiten können. Und so ähnlich ist es sicherlich beim Schlagzeug auch schon. Von mir gibt es auch eine Geschichte dazu. Ich muss so 14 Jahre und wann war der Song draußen, Jiggy? 86. Ja, kommt jetzt. Ich habe immer vor dem Radio gesessen, mein Schlagzeug stand in meinem Zimmer so am Radio und dann ist so 14 war ungefähr. Aha. Kam dann immer so im Jugendradio die 64 bei uns auf einmal. Ich habe geübt und mit 14 angefangen zu spielen, so mit 16 hatte ich meinen ersten Unterricht. Erst dann und hat diesen Song zum Beispiel gehört und daran erinnere ich mich noch ganz immer dran. Ich habe einfach überhaupt nicht begriffen. Ich konnte so ein paar schöne Rhythmen spielen, die da so gingen. Aber was da passiert ist gerade, ich habe, boah, was ist das? Und dann versucht irgendwie da mal einen Schlag auch mitzuspielen. Ging nicht. Aber ich fand es unheimlich interessant. Später, ja, jetzt werde ich natürlich noch vielleicht zu Ende erzählen, das war jetzt bei Runder Mur, später darf ich es jetzt selber mit der richtigen Band spielen. Und genauso war es auch mal bei einem anderen
nächsten Schlagzeuglehrer, den ich dann hatte, und dann hingekommen und habe gesagt, du, ich habe diese Woche ja nicht geübt oder so jetzt zum Schlagzeug oder ich die Übung nicht machen sollte. Aber ich habe mir das neue Silly-Album, das war 1989, Februar, rausgekommen und habe das, fand ich unheimlich funky. Also da waren echt sehr, sehr funkige, rockige Grooves drauf. Und da bin ich dann ganz genau, hat mir diese vorgezogen, da kam wieder so ein Rhythmus, der wieder so vertrackt war. Also war nicht ganz so schlimm, wie dieser Bataillon da nur drin muss. Und da habe ich mich dann wieder dran gewagt und habe ihn auch hinbekommen. Diesmal hatte ich auch die Kassette und konnte zurückspulen, damit mein Kassettenrekorder, den ich mittlerweile hatte. Und habe den geübt, habe den dem Lehrer vorgespielt. Und bam, bam, gat, bam, Traumteufel. Ah, habe ich geübt. Sowas zum Beispiel. Und also ich will damit sagen, so fing das bei mir an. Und dann kam irgendwann der Anruf mal von Jake, ob ich mal nicht da unten spielen kann. Und dann halt zum ersten Mal bei der Band richtig mal mitspielen dürfen. Und mittlerweile kann ich, glaube ich, auch diesen vertrackten Rhythmus probieren. Okay.